Wir können mal dafür sorgen, dass wir wieder ein paar Pfeile zusammenkriegen. Die ganze Zeit mit den, oder vielleicht auch mit den besseren Pfeilen schießen sollen. Gut, was haben wir hier unten? Völlig durchnässt. Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. Mhm. Okay, wir können hier doch hoch. Alles klar. Interessant. Oh. Okay. Einige neue Dinger. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Mit diesen neuen, ahnungslosen Rekrutierten. Wilde Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. So, den gehen wir auf Nummer 2. Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden... Das kennen wir ja schon. Und die Arbeit wird noch mehr. Statusbericht. 9. mechanisierte Eingreifbrigade. Kommandierende Offizierin, Lieutenant Fiona Morell. Die Truppenmoral wird weiterhin von den Gefechten gegen die Pharaoh-Plage ungünstig beeinflusst. Insbesondere, wenn diese in Bereichen stattfinden, in denen rekrutierte Zivilistengarden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird, die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Okay. Ames? Ich weiß, ich melde mich zu oft bei dir. Aber ich bin so stolz auf dich. Wir alle sind es. Wir wurden weiter ins Inland gebracht, als Vorsichtsmaßnahme. Andres und Reggie haben noch Schule. Ich passe auf sie auf. Wir wissen nie, wo du bist oder wann du kämpfst. Aber bei jedem Vitol rennen die Kinder raus und winken. Ich glaube an dich. Ich weiß, nichts wird mehr wie früher sein. Aber ich glaube an dich. An uns. Ames, ich weiß nicht mal, ob du überhaupt noch lebst. Diese Nachrichten, sie sind angeblich von dir, aber sie klingen so künstlich. Zusammengefügte Sätze. Und du sagst gar nichts zu den Neuigkeiten. Die Eindämmungszone, die Atemgeräte, die Aufstände, One Earth. Was in Dallas Bubble passiert ist, waren nicht die Roboter, Ames. Sie geben mir nicht mal eine klare Antwort, wenn ich wissen will, ob du noch lebst. Sie sagen, wenn noch Nachrichten kommen, bist du noch einsatzbereit. Es ist unfair, Ames. Unfair, dass du nicht hier sein wirst, wenn es zu Ende geht. Ich liebe dich. Wie traurig. Mhm. Aber gut, da haben die wohl die Nachrichten, die Maschinen haben die Nachrichten gefälscht. Halt dann... versucht, Nachrichten zusammenzubasteln, die mehr oder weniger echt klingen sollten. Hat da nicht so ganz funktioniert. So, ich denke mal, da müssen wir hin.
Vorher möchte ich mich aber noch ein bisschen umschauen und plündern. So, Dezember 2065, erste Woche, oder Woche 1, vertraulich. Operation Kickback. Reno, Nevada. Zivilistengarde und Panzerbataillone liefern sich Gefechte mit Gardeeinheiten des PN-12-Schwarms pazifischen pazifistischen Nordwesten. Einsatz beginnt um 6 Uhr. Einsatzende durch Rückzug um 21 Uhr am folgenden Tag. Laut Bericht Verluste von über 40%. Operation Thick Skull. Shenandoah Valley. SA-Tech, Virginia. Die 12. MEB, unterstützt von der Zivilistengarde, liefert sich ein Nachhutgefecht mit dem Ostküstenschwarm IS-17. Einsatzbeginn um 8 Uhr. Gegen 14 Uhr meldet die 12. MEB die Eroberung ihrer Stellung und erhielt die Autorisierung zur Sprengung der SA-Tech-Anlage. IS-17 wurde dabei schwer beschädigt. Rückzug der Überlebenden der 12. MEB zur Akron-Cleveland-Verteidigungslinie. Operation Body Blow. Akron, Ohio. Die 9. und 10. MEB bekämpfte, unterstützt von anhaltenden Luftangriffen, den Horus-Klassen-Titan, der den Ostküstenschwarm IS-18 versorgte. Einsatzbeginn um 4 Uhr. Einsatzende durch Vernichtung des Titan um 22 Uhr. Beachten ist, dass dies die dritte Titanvernichtung der 9. MEB mit nur minimalen Verlusten darstellt. Brigadebereitschaftsstatus. 3. MEB widersetzt sich Rückberufungsbefehlen bei Operation Pinch Hit. Einsatz an der Pensacola-Tallahassee Verteidigungslinie. Kriegsgerichtsverfahren werden eingeleitet oder wurde eingeleitet. Der MEB aus dem Einsatzgebiet New York zur Unterstützung des Britischer Gebiets abgezogen, bereit. 9. MEB Neuausrüstung in USRC-Anlagen bereit. 10. MEB überführt von Kelmahar nach Daten beschädigt. So, immer noch Loot. Was haben wir hier aber alles, ne? Könnten hier nochmal reingucken. Ein großer Raum voll nichts. Da ist auch erst nicht mehr erstmal nichts zu machen. Na gut, vielleicht kriegen wir das ja mit der Konsole hier auf. Aber hier geht's ja. Ne, hier geht's nicht weiter. Hier können wir einfach nur mal kurz gucken. Ja. Da waren wir schon. Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Das müssen wir jetzt halt rausfinden. Okay, jetzt bist du auf, sehr gut. Aber hier ist nichts Neues drin.
So, Heilung. So, und willkommen zurück, Benjamin. Die Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Sonne und Schatten! Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Okay, dann versuchen wir den mal auszuschalten. Okay, jetzt hat er uns gelegt. Müssen wir gucken, dass wir den erledigen, bevor wir da runterfallen? Müssen wir ein bisschen in links bleiben? In Bewegung. Ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Wieso musst du mir jetzt die Dings da unten unter den Füßen wegschießen? Wir haben doch fast gehabt. Ich muss dann doch leider ein bisschen mehr rumrennen. Jetzt mit einer Tour erledigen zu können. Naja. Dann ist es halt so. Frag mich, ob die Sprengfalle hier bei dem was bringen. Ich glaube eher nicht. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Eins. So, laufen wir mal. Zumindest stylisch abgedreht. Oh, hey! Gut, das Ding ist platt. So, das war's mit dir. Gemeinsam angreifen! Seht ihr, wie gut das funktioniert, ne? Das war's. Die Soldaten damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen? So, dann gehe ich mir jetzt nämlich tatsächlich mal gerade einen Trank reinpfeifen.
Können wir notfalls hier noch ein bisschen mehr plündern. Na gut, die Soldaten waren halt auch ein bisschen mehr. Die waren ja nicht alleine, wie du jetzt gerade. Da geht's weiter. Hier haben wir alles. Hier wartet noch ein wenig Loot auf uns. Vor allem halt beim Todbringer. So, sonst sind hier glaube ich nur noch Pflanzen. Ja. Das passt. Mehr kann ich nicht tragen. Okay. Was können wir nicht mitnehmen? Ja, obwohl, die können wir eigentlich auch sein lassen. Andererseits, warte mal. Das sind 3 Stück, ne? Zerlegen wir euch doch einfach mal. Könnt ihr auch wieder alles mitnehmen? Da sehe ich noch einige Vorratskisten, sehe ich gerade. Okay, mehr zu plündern als ich dachte. Haben wir so unseren Getränk wieder zurückgekriegt, das ist doch nett. Oh ne. Doch schon wieder aufgebraucht. Haben wir alles? War oben noch was? Jo. Na gut, dann schauen wir mal. Was gibt's denn hier noch Schönes? Dann nichts, was wir zerstören könnten. Raus, da sind aber noch ein paar Sachen zum Anhören oder mitnehmen, je nachdem. Abbau der Biosphäre. Okay. Abbau der Biosphäre 2065 vertraulich. Hauptkenntnisse, Erkenntnisse. Trotz verbesserter taktischer Fähigkeiten der Elite- und Zivilistengarde-Einheiten und vielen hart umkämpften Einsätzen an Schauplätzen in Mitteleuropa, der Antarktis und der Pazifikregion konnte weder die Vormarschgeschwindigkeit noch die Biomasseverbrauchsrate der Ferroplage verlangsamt werden. Die Schädigung der Biosphäre übertrifft in sämtlichen Bereichen bereits den Stand von 2038, vergrößert sich täglich. Prognosen zur Ausrottungszeitlinie sind unverändert. Der Atmosphärenkollaps wird für Mitte November 2065 angenommen. Vernichtung der ausgesetzten menschlichen Bevölkerung für Februar 2066. Die Ausrottung der makrobiotischen Landorganismen
Ende März 2066 und die Ausrottung der Meereslebewesen Anfang 2068. Die fortgesetzte Geheimhaltung hinsichtlich Projekt Zero Dawn, das Verschweigen seiner Wirkmechanismen des Abschlusszeitpunkts macht es unmöglich, Zero Dawns Auswirkungen oder das Fehlen derselben auf die Ausrottungszeitlinie vorherzusagen. Atmosphärenkollaps. Der Sauerstoffabbau in der Atmosphäre und toxischen Emissionen bleiben die größte Umweltbedrohung für Operation Enduring Victory sowie für die Zivilbevölkerung und die Tierwelt. Der Atmosphärenkollaps wird aktuell für Mitte November 2065 vorhergesagt. Danach werden Militärkräfte Atemgeräte benötigen, um im offenen Gelände agieren zu können. Zivilisten können nur in versiegelten Gebäuden überleben. Die Erfordernisse zur Luftreinigung und zum Luftrecycling in Anlagen sind in Anhang A des Berichts aufgelistet. Trinkwasserknappheit. Wichtige Wasseraufbereitungsanlagen haben bereits jetzt Probleme, Wasser zu reinigen, das durch Regenwasser beeinträchtigt ist. Dieses wiederum erheblich mit Giftstoffen kontaminiert, die durch das Schwinden der östlichen Hemisphäre freigesetzt werden. Nach der notwendigen Abschaltung aller Nano-Reinigungsfunktionen sind die Kapazitäten der Abwasseraufbereitung bereits überschritten. Militärschlag-Eskalation. Die Anhänge dieses Dokuments behandeln die Kurzzeiteffekte der verbrannten Erde-Einsätze zur Verteidigung der Westküste und die Langzeiteffekte des Einsatzes von Nuklearwaffen durch die ozeanischen Wirtschaftszone, um den ersten feindlichen Vormarsch in der Pazifikregion Daten beschädigt. Ja, scheinbar haben sie dann wahrscheinlich nicht so wirklich Unrecht gehabt mit den Prognosen, wie das aussieht. Hier unten ist nichts mehr. So. Dr. Sobek, wie vorhergesehen wurde die Wichita-Linie durchbrochen. Es sind 5 Horus-Titanen durchgekommen. Kontakt in etwa 34 Stunden. Es ist alles in Position, General. Ich musste ein bisschen tricksen, um alles zu schaffen, aber Zero Dawn ist voll funktionsfähig. Startklar. Dann hat Enduring Victory seinen Zweck erfüllt. Ja, nur einen Tag weniger und... Ich habe Ihnen eine kodierte Datei geschickt. Doktor, archivieren Sie sie doch für mich. Ich tue, was ich kann. Was ist es? Eine Erklärung. Eine Liste von Verbrechen, könnte man sagen. Sie bekennen sich schuldig? In den letzten 16 Monaten leitete ich das entsetzlichste Massaker an Militärpersonal und Zivilisten in der Geschichte der Geschichte. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Nicht mal zusammen kommen die da irgendwie ran. Sie haben nicht getötet, General. Nicht direkt. Aber ich habe auch nicht den höchsten Kommandeur der Vereinigten Staaten verärgert, indem ich gegen die Automatisierung stimmte. Schon vor dem Schwarm, Doktor, habe ich den Tod unterstützt. Und damit meine Taten nicht in Vergessenheit geraten, habe ich Ihnen die Datei geschickt. Die Nachwelt soll mit klarem Blick über mich urteilen. Ich archiviere Sie, General. Sie sollten bedenken, dass es ohne Ihre Taten, unsere Taten, gar kein Urteil irgendeiner Nachwelt gäbe. Vielleicht, Dr. Sobek. Rühren, General. Leben Sie wohl. Gott steh uns bei. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, oder halt einfach unbegrenzt Inventar. Gut, das war aber alles. Aber es ist ja nur hier die Heilungssache, die wir nicht mitnehmen können. Das passt schon.
Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ihr danken, nach dem, was sie gesagt hat? Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ihr alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihm den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Ja, gut, bei Elizabeth wissen wir es ja nicht. Die haben versucht, Maschinen aufzuhalten. Gab halt Verluste, aber kleinere Übel gewesen in dem Falle. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash. Verwegen. Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ha. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine Superwaffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Ja, ich hoffe mal, wir kriegen dann die nötigen Daten. Sollen wir runterrutschen? Scheinbar.
So, theoretisch können wir auch einfach schnell reisen, ne? Hm, wir haben wieder zwei Punkte. Ja, ich glaube, wir machen aber das dann erstmal. Ein großer Maschinenkern, okay? Schön, schön. Oh, könnte mal Schatzkisten öffnen, sehe ich gerade. So, Platz. Was die Schatzkisten angeht, dafür haben wir jetzt wieder mehr Zeug. Hm. So, ja, scheinbar habe ich da irgendeinen Datenpunkt hier noch übersehen. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt das auch noch. So, 42%. Wir kommen langsam voran. So, genau, das wäre jetzt 20. Das vielleicht erstmal noch. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, das wird eine irre Fahrt. Wahrscheinlich. Eine witzige Fahrt. Das würde ich nochmal machen, wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Ah, wenn da ein Schnellreisepunkt wäre. So, dann lass uns doch mal nach Meridian gehen. Ja, halbstündig machen wir noch. So. Mal zurück, bitte. Denn so lange ist es jetzt ja nicht hier, seit wir da waren. Von daher. Genau, das mit dem Rutschen hat auch ganz gut funktioniert. Sah ja cool aus. Oh, sind wir wieder zurück? Wurden an einem sonnenlosen Tag geboren. Eine Katastrophe nach der anderen. Dann nochmal auf zum. Ist gut. Aber wird sie auch zufrieden führen?
Wie lange wird es noch dauern? Zum Kollegen. Obwohl, warte mal, ich will erstmal Zeug. Oder will ich zeuglos werden? Ja, doch, komm. Von anderen abheben wollen. Ich kaufe viel lieber. Ah, du bist zurück. Hast du etwas Schönes für mich? Ich habe ja, glaube ich, eine Blume gehabt, oder? Ah, falschen wir diese wunderschöne Beute. Okay. Del 1. Da brauchen wir noch ein paar. Auf Wiedersehen, edle Nora. Hast du einen Augenblick, Fremde? Ich habe nur hochwertige Waren. Dann machen wir das mit dem Falschen vielleicht doch mal oder mit dem Verkaufen doch mal später. Schauen wir jetzt erstmal beim Avat vorbei. Die Osseron-Händler sollte man im Auge behalten. Oh, die ganzen Leute sind ja weg. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für Ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür ist später noch genug Zeit. Aloy. Schön, dass du da bist. Das ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derwal, sondern ein Elon Schmied. Sagt dir der Name was? Hm, kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn falschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten? Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Hoffen wir doch mal. So, ja, du kannst mir gerne mal, also, was für einen Tipp hättest du denn? Und wegen des Internetanbieters, ich bin bei NetCologne. War dann damals irgendwie der erste, oder beziehungsweise nachdem das mit 1 und 1 nicht geklappt hat. Die haben es bei der alten Wohnung nicht gebacken gekriegt, die Internetleitung zu freizuschalten. Und dann habe ich halt nach zwei Monaten nichts kam, habe ich dann halt zu NetCologne gewechselt. Und seitdem bin ich dann hier. Und ja, wie gesagt, so im Großen und Ganzen läuft es eigentlich ganz gut. Es sind halt ab und zu mal irgendwelche Ausfälle dann dabei. Und, aber ich glaube, es könnte weitaus schlimmer sein. Vodafone zum Beispiel.
Ich will dich nicht länger aufhalten. Triff Erend am Lagerhaus. Geh zum Lagerhaus, unverzüglich. Okay. Aber das ist anständige Arbeit, das Bewachen der Stadt. Dann gehen wir mal. Schauen, was es da so gibt. So, Hallöchen, Hallöchen. Ich hoffe, bei dir läuft alles nach Plan. Ah, dieses Goldene, ja, da fehlt mir, glaube ich, noch irgendwas an Zutaten. Jeder braucht einen Farbpunkt beim Leben. Komm, lass uns drüber reden. Ich glaube, du hattest das ja, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, du hast, glaube ich, nur Rohstoffe. Jo. So, das kann auf jeden Fall ja mal weg. Den bitte nicht. Dich brauchen wir auch nicht mehr. Werden sie aber nicht los. So, da haben wir mal alles raus, was nicht lila ist. Das lohnt sich ja dann doch so auf die Dauer. Ah, hier wieder Platz. Ach genau, mit dem Speer müssen wir halt auch mal nochmal gucken. Ja genau, also gesehen habe ich, ich konnte es mir halt nur nicht holen, weil mir die Rohstoffe gefehlt haben. Muss noch ein paar Viecher erledigen, glaube ich. Bis es dann mal soweit ist. Aber danke für den Hinweis. Tatkräftige Abenteurer. Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Haben wir alle schon erledigt. Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch! Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. So, ja, genau. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich eine dann echte doch... Bombe. Gut gefertigt. Da tropft etwas von der Decke. Wo ich dann noch so ein bisschen im Dunkel gelassen wurde. Also wie auch zum Beispiel das mal mit dem Inventar, dass es halt nur bestimmte Anzahl Inventarplätze gibt und noch eine bestimmte Anzahl an eine Begrenzung an Items, die wir mitnehmen können. Aber ja, so nach und nach kommt man dann doch dahinter. Wenn diese Bombe hochgeht, wird diese... Vielleicht kriege ich irgendwie dieses Fenster auf und kann den Brennstoff... Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Jupp. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Ja. Naja, wie wir dann vorhin ja auch gesehen haben, als die Tür eingetreten hat. Es scheint auch kein unglaublich stabiles, scheint wohl sehr morsches Holz gewesen sein, weil ich glaube, sonst, so wie das zugeschlagen wird, hätte es mit einem Tritt nicht aufgekriegt. Hilf mir, das muss raus. Okay, hohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg, denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen.
Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Geschafft. Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Awad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Also ja, aber genau, da gibt es ja einige Spiele, die das dann gerne mal haben. Skyrim oder beziehungsweise generell die Bethesda-Spiele. So mit irgendjemandem dich unterhältst und dann rennt jemand vorbei und labert dich dann nochmal extra voll. Oder zusätzlich voll. Spuren mit ein wenig Lohe darin. Cool, dann gucken wir uns das vielleicht mal an. Der Ligan. Gut, schauen wir mal, wo das hinführt. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Du warst es. Go, go, go. Ja, genau, sperrt ihr mal ab. Lass dir diese Ware nicht entgehen. Hm. Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen. So, Hallöchen, Hallöchen. Auch wir können ja nicht rennen. Meine Aufgabe ist, du bist hier nicht. Steigt Rauch auf. Werden wir angegriffen? Oh, muss ja nicht leise sein. Die Spur führt hinein. Noch eins von der Walz verstecken? Scheint so, ja. Dafür bist du es hinter das Regal. Hier muss der Wal den Zünder zusammengebaut haben. Oh, oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Also ist er dann doch im Palast. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Na gut, dann gucken wir, dass wir da mal hinterher kommen. Ah, hier runter. Noch eins runter, bitte. Danke. So, sehr schön. Ah. Mal vielleicht hoch. Da sind wir angekommen. Ich würde zu gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu nörgeln, Mann. Irgendwer muss hinten sichern. Sicher du lieber deinen Hintern. So, hätte ich gerne einen Stein zum Ablenken. Jupp, das hat wunderbar funktioniert.
Seil-Dings ausgerüstet. Ich glaube, das ist auch gerade ein bisschen übertrieben, mit den Pfeilen da drauf zu ballern. So viel haltet ihr, glaube ich, nicht aus. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ach, da hätte ich mal verkaufen sollen. Naja, jetzt ist es zu spät. So, da komm. Einmal hier rüber. Gibt's irgendwas Tolles? Nö. Sieh dich an, Avad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke! So, gut, dass wir hier und vorbeikommen. So geht's halt auch. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Was ist das? Oh, du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann Avads. Na, mal gucken. Es ist noch nicht vorbei, Vibe. Scheinbar schon. Das Letzte, was du je siehst! Es ist nicht vorbei, Nora. Als guter Osiram-Bastler weiß man. Man braucht einen Notfallplan. Dann mal los. Okay, dann sollte man, glaube ich, hier doch mal ein bisschen wechseln. Zack. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Na, mal schauen. Eins haben wir. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Magiehittet. Dann kannst du noch mal weg. Ha, diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte. Naja. Witzel. Diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte. Hauen wir ja nach und nach weg hier. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen.
Na, ihr? Ist halt relativ nervig, dieser Angriff. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Oh, da ist jemand sehr nah gekommen. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Cool, das war's mit dir. Diese majestätischen, mörderischen Glitzer habe ich denn. Das war's aber. So, Loot. Ich kümmere uns gleich. Ich will erst noch hier Zeug mitnehmen. Das wird zu schwer. Aber wir können einen nehmen. Danke. So, dann haben wir jetzt ja alles. Sehr gut. Jo, dann würde ich sagen, wir plündern hier noch schön alles weg. Reden nochmal mit dir und dann ist es auch schon wieder an der Zeit. Das hält sich eine Weile. Das war doch jetzt eine erfolgreiche Tour. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Ich weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. So, aber wir können mit Derwald noch mal reden. Warum nicht? Hier ist der Sonnenkönig. Den scheinen sie ja schon weggebracht zu haben, oder? Ja. Na gut, ich glaube, dann verschieben wir das sicher aufs nächste Mal. Dann gehen wir es noch gerade einmal speichern. Dann war's das. Ich glaube, dann können wir auch einen ganz schönen Schnitt mal machen. So, Speicherpunkt war da. Sieh dich doch mal um. Mach dir einen guten Preis. Und das ist dann ja auch derweil nicht mehr so weit weg. Lass dir diese Waren nicht entgehen. So, Platz, bitte. Ich kann einfach nicht.
Hallo Leuchtfeuer. So. Und die manuelle Speicherung. Oh, da haben wir auch nicht mehr so viel bis zum nächsten Level ab. Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber ja, dann haben wir doch mal wieder eine erfolgreiche Runde hier hingelegt. Sehr schön. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Lief ja auch alles relativ rund heute, bis aufs Internet, aber ich hoffe, das bessert sich jetzt hier in nächster Zeit mal wieder. Von daher, mal schauen, was das hier noch alles wird. Vielen Dank fürs Dabeisein. Schlaft schön und gute Nacht. Und natürlich auch wieder vielen Dank fürs Anschauen auf YouTube.